Hi ihr Lieben, heute geht es um Kleider und mit welchen Jacken, Schuhen und Taschen kombiniert sie am besten aussehen und welche Kombis nicht so toll sind. Wie immer, das sind nur meine Empfehlungen. Jede Frau soll immer das tragen, wozu sie Lust hat. Tragt eure Kleider also so, wie ihr es am liebsten habt und pickt euch nur die Tricks raus, die euch persönlich ansprechen. Nummer 1, Sack zu Sack. Im Moment dominiert in der Mode der Oversized-Look. Viele Frauen mögen ihn und er sieht in kleinen Dosen auch sehr lässig aus. Mein Tipp, immer nur ein Oversized-Teil auf einmal im Outfit, sonst hat man schnell den Sack-Look. Also nicht zum Oversized-Kleid auch noch Oversized-Jacke, sondern eher eine enge, körperbetonte Jacke und dafür zum engen Kleid eine Oversized-Jacke. Und dieses Spiel mit den Weiten macht das Outfit auch spannender und bringt eine Balance rein. Und wenn man mit einem weiten Kleid Pfunde kaschieren möchte, kann man das wunderbar machen und mit einer engeren Jacke das Outfit zurück auf Figur bringen, denn die Schultern werden betont und eine Taille angedeutet. Und zum weiten Kleid sieht auch ein körperbetonter Blazer besser aus, kaum noch zu finden momentan bei der Oversized-Mode. Man muss halt im mittel- oder hochpreisigen Bereich schauen, da gibt es diese Blazer noch. Ein Oversized-Blazer zum weiten Kleid wirkt schnell mal ein bisschen altbacken. Und wenn man ehrlich ist, diese Oversized-Blazer, also die wirklich so zwei, drei Nummern zu groß sind, die sehen doch nur gut aus, wenn man die Hose weglässt, so wie man das jetzt auf Instagram überall sieht. Ja, beziehungsweise eine Shorts dazu trägt oder ein Mikrokleid. Ansonsten sieht denn nicht so gut aus. Zu einem weiten Kleid sieht entweder eine kurze Jacke oder ein Mantel, der genauso lang ist wie das Kleid oder etwas länger, am besten aus. Und mit dieser Mantelkombi kann man sich auch ein bisschen größer und schlanker tricksen, denn wenn man ihn offen trägt, hat man vorne diese lange senkrechte Linie, die man auch noch mit einem offen getragenen Schal verstärken kann, wenn man möchte. Ja, und damit trägt man sich so ein bisschen größer und schlanker. Wenn ihr lieber kurze Jacken tragt und gleichzeitig größer und schlanker wirken wollt in eurem Outfit, dann ist mein Tipp, greift zu einer Jacke, die farblich keinen starken Kontrast zum Kleid bildet. Denn die starken Kontraste in der Waagerechten unterteilen den Körper optisch in Scheibchen und dann wirkt man einfach gedrungener, als wenn das Auge eine Farbe von Kopf bis Fuß wahrnimmt. Man kann aber auch mit den Schuhen gegenlenken und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Der Klumpschuh. Ich habe euch übrigens alle Tricks aus dem heutigen Video wieder bei Instagram in einer Checkliste hinterlegt und verlinke alles, was ich heute im Video zeige, unter dem Video. Also Klumpschuhe, was meine ich damit? Dad-Sneaker, Chunky-Sandalen, all diese Schuhe mit extrem guter Bodenhaftung sind momentan im Trend und sehen meistens zum Kleid nicht so gut aus. Mit Ausnahmen, dazu komme ich gleich. Also mein Tipp greift eher zu gemäßigten Varianten dieser Trendschuhe. Also zum Beispiel ein schöner Retro-Sneaker zum femininen Kleid. Und wenn man im Herbst gerne Chunky-Boots trägt, dann zum Kleid vielleicht die etwas gemäßigtere Variante. Also nicht die mit diesen Treckerreifenartig dicken Sohlen. Vor allem bei größeren Füßen. Wie meine, ich habe Größe 41. Und wenn ich mir solche Chunky-Schuhe kaufe, dann sehen die so aus. Also ich war ein bisschen geschockt, als ich die hier ausgepackt habe. Was soll daran schön sein? Wenn ihr sowas aber gut findet und tragen würdet, schreibt es mir gerne. Ich bin gespannt. Auch wenn dieser Trend auf Instagram noch so gefeiert wird, ich mache ihn nicht mit. Und auch hier wieder, diese Klumpschuhe sehen eigentlich nur gut aus, wenn man die Hose weglässt oder ein ganz kurzes Mikrokleid trägt. Bei langen Kleidern, bei denen man nur so ein bisschen vom Bein sieht, da sieht es halt schnell nach Trampeltier aus. Und als Betrachterin denkt man eher uff statt olala. Ja, also mein Tipp, wenn ihr diese Schuhe liebt, tragt ein Kleid, das, wie gesagt, etwas kürzer ist oder ein langes Kleid mit einem Schlitz. Also ein Kleid, bei dem man so ein bisschen was vom Bein erkennt, das wird gleich femininer wirken. Und im besten Fall wirkt es edgy statt merkwürdig. Und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Beinoptisch abgehakt. Momentan sind ja die etwas längeren Midi-Kleider angesagt. Und die können halt in Kombination mit gewissen Schuhen das Bein optisch abhacken. Das passiert schnell bei flachen Schuhen, die optisch einen starken Kontrast zum Bein bilden, denn da bleibt das Auge einfach zu stark hängen. Diese senkrechte Linie, die die eigenen Beine bilden, wird unterbrochen und die Trägerin wirkt kürzer und kräftiger. So was tun. A, kann man einen hohen Schuh tragen. B, wenn man das nicht mag, kann man einen Schuh tragen, der keinen zu starken Kontrast zum eigenen Bein oder zur Strumpfhose bildet. Oder C, beides. Das zaubert Hammerbeine, zum Beispiel toll, zu einem besonderen Anlass. Und damit ein Schuh nicht zu auffällig ist, darf er auch wiederum nicht zu klobig sein. Und da sind wir schon wieder bei den Ugly-Schuhs. An denen bleibt das Auge nämlich kleben und das restliche Outfit sowie auch die Trägerin treten in den Hintergrund. Und auch hier ein kürzeres Kleid oder ein Kleid mit Schlitz verträgt auch einen dominanteren Schuh. Also, wenn ihr diese Kombi liebt,
Why not? Ansonsten im Zweifelsfall ist immer ein weniger dominanter, eleganter, schmaler Schuh die beste Kombi zu einem Kleid. Oder auch Stiefel oder Stiefelette ist absolut zeitlos und kann man jedes Jahr immer wieder aufs Neue tragen. Nummer 3, Tasche frisst Outfit. Momentan sind ja die XXL-Taschen angesagt, also die großen Tote-Bags und auch riesige Shopper ohne Struktur, die so ein bisschen an Ikea-Tüte erinnern. Und auch die wirken zusammen mit einem Kleid etwas monströs. Auch hier sind sie wieder viel zu dominant und lenken den Blick von restlichen Outfit und der Trägerin weg. Und gerade als kleine Frau lässt einen so ein Taschenmonster schnell klein und kindlich wirken. Wenn ich das sehe, denke ich oft, ach wie süß, sie könnte sich in ihrer Tasche auch selbst transportieren. Und es sieht zwar knuffig aus, aber nicht jede Frau will knuffig oder süß wirken. Also wenn man nicht gerade sehr viel mit sich rumschleppen muss, ist mein Tipp zum Kleid lieber eine mittelgroße oder kleine Tasche. Dann geht das Kleid nicht unter, es steht im Mittelpunkt und wird von den Accessoires einfach nur ergänzt. Nummer 4, Ausschnitte passen nicht zusammen. Wenn man eine Jacke über dem Kleid trägt, dann ist es oft so, dass die Ausschnitte sich gegenseitig stören. Zum Beispiel, wenn das Kleid einen Kragen hat und auch die Jacke. Und auch ein V-Ausschnitt kann unter einer Jacke manchmal nicht so gut aussehen, wie zum Beispiel ein tieferer Rundhalsausschnitt. Dabei, das ist Jammern auf höchstem Niveau. Es ist eigentlich Quatsch, bei seinem Outfit auch noch darauf zu achten, ob die Kragen einander nicht stören. Die meisten von uns haben andere Probleme. Aber ich sage einfach nur, was am besten aussieht. Also ein tiefer Rundhalsausschnitt unter einem Jackenrevers sieht meistens gut aus, weil hier oben nicht alles so gestaucht ist, wie zum Beispiel bei einem höheren Rundhalsausschnitt. Und man sieht ein bisschen vom Schlüsselbein. Und das sieht meistens sehr attraktiv aus. Auch ein Rollkragen sieht unter einer Jacke meist gut aus, denn die Ausschnitte stören sich nicht gegenseitig, sind weit voneinander entfernt und ein Rollkragen lässt einen auch etwas größer und schlanker wirken, weil die Silhouette nach oben verlängert wird. Denselben Effekt hat man übrigens, wenn man eine Jacke oder Mantel mit Stehkragen trägt. Fehler Nummer 5, Materialien eintönig. Beim Layering eines Kleides sieht es immer toll aus, wenn man Stile und Materialien miteinander mixt, also zum Beispiel glänzende Materialien mit matten oder grobe mit feinen Materialien. Vom Stil her zum Beispiel maskulin mit feminin, Beispiel maskuliner Trench über femininem Kleid. Das mit dem Stil- und Materialmix habe ich auch schon tausendmal erwähnt in meinen Videos. Ich hoffe, meine Langzeitzuschauer kriegen jetzt keinen Gähnanfall. Also mit Gegensätzen spielen, keine Angst vor Stilbrüchen haben und das Unerwartete ausprobieren. Also einfach mal aus dem Schrank ein paar Jacken rausziehen, die man niemals mit Kleid XY kombiniert hätte und dann vielleicht überrascht sein, wie gut es aussieht. Ja, da kann ich in meinen Videos noch so viele Modetipps und Tricks an euch weitergeben. Manchmal muss man einfach ausprobieren und anprobieren. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Die Floskel konnte ich jetzt nicht auslassen. Ja, und im Idealfall findet man für sich eine neue Lieblingskombi. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich bin heute nicht auf das Thema Strumpfhosen eingegangen, weil wir uns bei Upload des Videos mitten im Sommer befinden. Wenn ihr aber Lust auf das Thema, welche Strumpfhose zum Kleid habt, dann schreibt es mir gerne unten rein. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video zu einem Allrounder-Kleid im Sommer. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!